Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Und ja, wir sollen hier weiter schauen, uns umgucken und ich schätze mal, die magische Tinte können wir jetzt erstmal als nächstes benutzen. Ja, geh mal da ran. So, warte, ach nee, die stellen wir mal hier rein. Glaube ich, sinnvoller. Ach, und das geht jetzt nämlich auch. Was muss ich denn jetzt genau tun? Südlich des Ortes befindet sich der Markt. Die Wasserquelle liegt südwestlich des Marktplatzes der Stadt. Und jetzt muss ich schauen, wo ich die Sachen finde und dann einfach... Also südlich befindet sich der Markt im Markt. Nehmen wir erstmal den Markt in den Hand. Habe ich jetzt, ja, okay. Die Wasserquelle liegt südwestlich des Marktplatzes der Stadt. Die Wasserquelle? Ist das dann wieder was? Ach, das ist wieder was anderes. Dann mache ich mal hier den Markt hin oder wäre das falsch? Ich mache mal erstmal so. Entschuldigung, bin gerade mal eben aus dem Spiel rausgeflogen, weil ich im Hintergrund auch noch was geladen habe. Ja. Was war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Südlich des Ortes befindet sich der Marktmarkt. Wasserquelle liegt südwestlich des Marktplatzes der Stadt. Das müsste ja eigentlich dann stimmen. Dann könnte man hier oben den Gasthof machen und da die Stallungen. Oder vielleicht auch anders. Nein, es ist sogar richtig. Es ist sogar richtig gewesen. Sehr gut. Westlich der Getreidefelder liegt ein Dorf. Westlich der Getreidefelder. Wo sind die denn, die Getreidefelder? Ach, hier. Westlich des Dorfes befinden sich noch mehr Getreidefelder. Das war's. Und jetzt muss ich wieder überlegen, was ich mache oder wie. Dann mache ich... Was mache ich denn mal? Hier könnten dann Wald oder Berge hin. Felder, Felder, Felder. Ich habe jetzt genug Felder genommen. Westlich der Getreidefelder liegt ein Dorf. Westlich des Dorfes befinden sich noch mehr Getreidefelder. Und was ist mit dem Rest? Berge. Wald. Keine Ahnung. Dorf. Wald. Felder. Völlig falsch. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Der Norden wird an der West- und Ostseite von Bergen gesäumt. Ach so, man kann jetzt hier... Ach so, okay. Der Norden wird an der West- und Ostseite von Bergen gesäumt. An der West- und Ostseite. Es könnte aber auch hier sein, ne? Hier ist ja auch Westen. Naja. Aber es... ja. Aber es ist ja im Norden, also hier oben. Ich glaube, das stimmt schon so. Unter dem westlichen Bergmassiv findet man Wälder, also da unten. Im Osten des zentralen Bergmassivs befindet sich ein Wald. Aber hier kann ich ja nichts mehr machen. Westlich des zentralen Bergmassivs findet man Felder. Also doch, Felder. So. Irgendwo muss jetzt hier noch... Aber das ist wohl der zentrale Bergmassiv, nehme ich mal an. Dann mache ich hier noch den Wald hin. Ja, was fehlt noch? Westlich der Getreidefelder liegt ein Dorf. Das hatten wir schon. Norden wird an der West- und Ostseite von Bergen. Also mache ich hier noch mehr Berge hin. Stimmt das jetzt? Jawohl! Dann ist ja gut. Und nun? Du hast die Karte wiederhergestellt und kannst jetzt zu jedem Schauplatz, den du bereits besucht hast, zurückkehren. Das ist ja super. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Open up. We know you're in there, humans. There is no escape. Mhm. Minotauren, zum Glück habe ich hier etwas, das nützlich sein könnte. Rauch in der Flasche? Take my hand. What's this? It's Prince Cedric. Thank goodness he's safe.
Ach, es ist ein Prinz. Das ist ja interessant. Cedric, I'm relieved to know you escaped safely. On your way to the refugee camp? Good. You have your mission. To keep the civilians safe. I must return to the castle. Please, my lady, take this. It's a poor reward for looking out for the prince. When this is all over, come to the castle. Okay, was ist das jetzt? Brot. Danke für das Brot. Na dann, und hier ist eine Fee. Du hast die Königin der Feen auf Anhieb gesichtet. Ja. Gut, ne? Gut. Alles klar, alles klar. Sind hier denn noch mehr Feen oder war das jetzt die einzige auch in diesem Bild? Weiß ich nicht. Surprised? I guess we were too busy staying alive for anyone to notice. Yes, I am Prince Cedric. And that man was General Claudius, the greatest general in the history of the human army. Mhm. Ihr seid ja ganz toll. So. Take a look, Sasha. The convoy is just up ahead. I hope my parents are safe. Aha, jetzt können wir die beobachten. Das Flüchtlingslager ist auf der anderen Seite des Sees. Kann man hier irgendwas Tolles sehen? Take this. It's a magical device that can freeze the lake so we can reunite with the refugees. But only if we can find the receptacle to fit it in. And this quay has been abandoned for years. Cool, Dinge, die Sachen gefrieren lassen. Lasse den See gefrieren. Okay. Noch was? The spirit of ice will let us reunite with the convoy of refugees. Ja, okay. Alles klar. Ich schau mich mal um am Steg hier. Oh, vor lauter Dreck sieht man kaum, was sich darunter befindet. Ich brauche eine Bürste, um ihn zu entfernen. Ja, und dann könnten wir unsere Zauberkette einsetzen. Aber erst danach. Immerhin, da ist was. Die zweite Hälfte des Eiswunders, allerdings ist sie nicht komplett. Aha. Da vorne dann also, oder wie? Naja, gut, gehen wir dann erstmal hier lang. Ist voll schön übrigens. Sieht total gut aus, gefällt mir echt sehr. Auch wenn ich zwischendurch niesen muss, so. Dieses Dorngestrüpp hat ja alles fest im Griff. Ich muss es irgendwie loswerden. Ja, mit bloßen Händen wahrscheinlich nicht. Vorsicht, Seedorn nicht anfassen. Zum Entfernen bitte Eiswasser verwenden. Was haben wir hier? Hä? Ah. Da stand noch was und ich habe es wieder nicht lesen können. Aber ich habe jetzt eine Rune oder einen Runenstein. Hier können wir uns die Karte anschauen. Ah, nördliches Reich der Menschen. Okay, gehen wir mal hier hin. Anscheinend können wir jetzt hier irgendwas machen oder so. Ah, und noch eine Rune. Okay. Christophs... Was? Oh, das geht so schnell. Es nervt ein bisschen. Und hier haben wir noch was. Bis wir bestimmt noch so einen Stein finden. Nee, eine Möhre. Eine Möhre und das war's. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal da vorne hin. Hallo. Hups, mit dir scheint nicht, ja nicht gut Cashen essen zu sein. Ich muss den Kleinen irgendwie weglocken. Ja, hier, aus der Möhre. Süß. Hier haben wir die Bürste, die wir brauchen und irgendeine Anleitung oder sowas. Ich brauche die andere Hälfte. Ist das die andere Hälfte? Zum Entfernen bitte Eiswasser. Ja, okay. Eiswasser, okay. Ja. Eine ausgetrocknete Wasserquelle. Wenn es uns gelingt, das Wasser wieder zum Fließen zu bringen, kann man in ihr magische Artefakte aufladen. Aha. Ist ja interessant. Müsste hier eigentlich auch wieder eine Fee finden. Die darf ich nicht vergessen. Da ist sie. Sehr gut. Und hier hatte ich schon eine Fee, oder wie? Nee, das ist die andere. Gut. Darf ich nicht vergessen. Da war irgendwas. Was denn? Warum konnte ich jetzt hier die Hand so? Was hat mir das jetzt gebracht? Gut, dann gehen wir mal den Steg bürsten. Ich weiß nicht, was ich da gerade mit der Hand irgendwie weggemacht habe, aber egal.
So, die richtige Zauberkette. Und hier haben wir irgendwie so ein... Einzelteile des Herzens fehlen. Ja, aber wir können ja jetzt schon mal die Sachen hier einsetzen. Die Einzelteile, okay. Dann fehlt wohl noch einer oder so. Irgendwo werde ich wohl eine Rune übersehen haben. Vielleicht da, wo ich gerade mit der Hand was weggemacht habe oder so. Vielleicht sehe ich das ja hier nur gerade nicht. Ich kann aber auch nirgendwo hier mehr näher ran. Außer hier. Ist hier vielleicht noch einer? Ich brauche mal einen Tipp, du Vogel. Spiky, Speaky. Verlassenes Seeufer. Aber das Eiswunder kann man doch so noch nicht verwenden, oder? Da doch auch nicht an diesem Brunnen. Sonst... Nee. Die Lampe. Take a look, Sasha. Was soll ich denn jetzt hier genau machen können? Mir gerade irgendwie... Hä? Also da fehlt wohl noch irgendwas. Vielleicht das... Oder ist das das andere Stück? Ach so. Ich dachte, da fehlt jetzt noch eine Rune oder so. Okay, ja. Also, wähle die Kristalle aus und bewege sie in die passenden Vertiefungen. Die Wege der Kristalle dürfen sich nicht überschneiden. Oh je, mach ich den mal erstmal hier unten hin? Ist das jetzt schon überschnitten? Keine Ahnung. Ach so, das wird mir dann automatisch schon angezeigt, dass ich da gar nicht mehr lang kann. Okay, das geht ja aber, wenn der andere da unten noch lang geht. So. Wie mache ich das denn mit dem jetzt hier? Kann ich da unten lang? Kann ich jetzt hier noch lang? Nö. Ach so. Nee, dann muss ich ja nochmal von vorne anfangen. Dann bringe ich mal erstmal den hier weg. So, dann ist der schon mal erstmal drin. Und dann mache ich jetzt den hier. So. Dann haben die sich schon mal nicht überschnitten. Komme ich mit dem hier überhaupt noch weg? Shit, nee, mit dem komme ich ja auch schon nicht mehr weg. Oh, das ist ja blöd. Ich könnte den natürlich auch außenrum machen. Dann mache ich den mal außenrum. So. So. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Cool. Können wir das jetzt alles wieder mitnehmen? Oder Eiswunder-Einsatz? Ach so. Bin ich jetzt hier fertig? Ah, Dread! It ran out of magic. Let me help you look for a source. Tschüss, Cedric. Der See ist halb zugefroren. So, jetzt kommen wir aber hier ran. Finde alle Einzelteile, aus denen sich der als Umriss dargestellte Gegenstand zusammensetzt. Okay. Ich nehme jetzt gerade mal eher so runde Sachen. Ach, das war's schon. Gut. Was mache ich damit jetzt? Habe ich jetzt... Jetzt habe ich mir Wasser geholt. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie...
Leider nicht? Wie, leider nicht? Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Soll ich hier irgendwas vielleicht... Ach ja, hier war doch dieser komische Brunnen. Und wenn da Wasser ist, bla bla bla. I can't burn those lake tanglers. I'd set the entire forest on fire. But I could light up the roots once you've cleared the way. So also. Zu Dunk, ich sehe nichts. Gut, dass ich Helfer habe. Macht er das dann? One fireball coming up. Okay. Er mit seinen... Er ist voll der Mutant irgendwie. Kann Feuer werfen. So, was habe ich jetzt hier gefunden? Eine Botentasche. Was ist denn hier so drin? Ach, die andere Hälfte natürlich. Und das war's? Dann habe ich ja jetzt alles. Ah, die Quelle sprudelt wieder, wenn ich die Kristalle, die hier überall verstreut sind, mit der magischen Stimmgabel zerstöre. Ach, so ist das also. Okay. Finde 12 Kristalle. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Da noch einer? 10? Nee, das ist keiner. Da hinten noch? 11? Jetzt nur noch einer. Der letzte. Wo ist denn jetzt der letzte? Das gibt's ja wohl nicht. Letzter Kristall. Na komm schon, wo bist du? Ich meine, die sehen ja auch alle schwer erkennbar teilweise aus. Ach, wo ist denn jetzt der letzte? Wie, ach so, da drunter versteckt. Na toll. Okay. Wow, you've restored the wellspring. How'd you do that? I guess I'll wait for you back at the quay then. Und wie immer überschneidet sich die Musik hier in dem Spiel. Okay, er ist weg. Eine sprudelnde Quelle voller Magie. Sie und die Kristalle versorgen unser Reich mit magischer Energie. Toll. Jetzt können wir das Ganze hier reinfüllen. Sieht voll schön aus. Okay. Ich komme dann mal nach. So, und das packen wir jetzt dahin. Cool, und der ganze See wird zu Eis. Das ist doch mal cool. Amazing work, Sasha. We can reach the convoy now. Hätten die nicht einfach das Boot nehmen können und irgendwie reparieren können? Aber so ist natürlich viel cooler. Gut. Amazing work. Ja. Und nun? Warum können wir jetzt nicht... Ach so, da. Aufgabe erfüllt. Lasse den See gefrieren. Jawohl. Wer sind die you beiden? You brought Katie back to us. Thank you, Sasha. Please, take this. Okay. Hab ich gern gemacht. Speak, prisoner, and hurry it up. My people are suffering in this invasion by your kind. Your Majesty, if I could retrieve my memory scroll within my pack, I could explain. No, we'll open the pack. Who knows what you could be hiding in here? Öffne die Minotaurentasche und gib Longhorn die Geschichte wieder, oder was war das? Offensichtlich muss ich erst das fehlende runde Emblem finden, sonst geht die Tasche nicht auf. Okay. Ja, alles klar. Gut. Finde ich aber trotzdem cool. Ich möchte auch nicht mit ihm reden, aber ich muss in Erfahrung bringen, was hier vor sich geht. No, we'll open them. Ja, alles klar. Cedric, du passt hier auf. Das ist wieder, ist übrigens ja das Flaggensymbol auch von Awakening. Das hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt, aber es ist ja deren Zeichen. Ein müder Waldhüter. Gibt es irgendetwas, was ich für ihn tun kann? Hier ein Brot. Ein Versuch war's wert. Vielleicht die Decke. Oh, er wollte eine Decke. Eine Decke und jetzt ein Brot?
Keine Chance, okay. Vertausche die Einzelteile, um die ursprünglichen Messer wiederherzustellen. Ich muss ja dann nur eigentlich auf die Symbole achten, glaube ich. Das Auge passt hier eigentlich zu. So. Und jetzt noch das Augenschwert, dann hat man schon mal das eine fertig. So. So. Und wo ist das Passende? Das ist das Passende. Das ist das Passende, okay. So ein Kringeldingel. Und so ein Kringelschwert. Und ach, das war's schon. Ist klar. Okay, erledigt. Gut. Vielleicht ist das ja auch sein Dolch? Nein. Wo ist hier eigentlich eine Fee? Oder hier? Eine Fee? 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 Da. Das ist wichtig. Das ist sie nicht, ne? Ist die da in den Bäumen irgendwie versteckt? Es gibt in jedem Bild eine, also muss hier ja auch eigentlich eine sein. Tja. Da ist sie doch. Ganz klein, aber fein. Das Pferd, möchte das Pferd vielleicht Brot haben? Das Schloss ist nicht schwer zu knacken. So, jetzt aber. Die Kordel ist fest verknoten. Hier, hier, so, so. Alles aufgeschnibbelt und einfach ran da. Dieses dickes Metall und irgendwo ein Schloss, das. Da muss ich mir was einfallen lassen. Er will bestimmt neben der Decke auch noch ein Kissen. Oh, thank you. Now I can get a little rest. Ach so. Gute Nacht. Zack, habe ich sein Emblem ihm weggenommen. Und wie ich daran komme, würde ich sagen, versuchen wir dann das nächste Mal. Aber wir können ja zumindest nochmal hier jetzt das. Ist es nicht das? Ach so, ich dachte, das wäre das vielleicht. Passt aber da rein. Ich kann den Minotaur nicht freilassen, solange Prinz Cedric hier ist. Ach so. Okay, wir sind voll nett. Der Arme, sein Magen knurrt. Oh, hier. For me? Oh, thank you. Oh, this cart? It's the evidence we found when we captured the Minotaur in the cage. Go ahead, take a look. Okay, also hier ist was Wichtiges drin, ne? Das war's? Gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal das nächste Mal weiter. Es sieht auf jeden Fall voll schön aus und bisher gefällt mir das Spiel richtig gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es mir sogar besser gefällt als der Wald der roten Blätter. Weil, ja, weiß ich nicht. Ich finde das sehr interessant. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.